Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder in so einer großen Zahl sich Zeit genommen haben, um über die Situation im Vogtland zu sprechen und was unsere gemeinsame Strategie ist. Ich begrüße ganz herzlich unsere Sozialministerin Petra Köpping und den Präsidenten der Ärztekammer, Herrn Bodendieck, und der Kassenärztlichen Vereinigung, Herrn Heckemann. Sie alle sehe ich und auch unseren Landrat Rolf Keil, viele Bürgermeister, Abgeordnete und Menschen aus der Region. Wir haben uns vorgenommen, heute über das Thema Impfen zu sprechen. Sie wissen, wir haben vor einiger Zeit schon miteinander diskutiert, was ist denn in einer Region die Lösung, in der ständig ein Eintrag von außen stattfindet, den man schwer bekämpfen kann, weil es eben um Pendelbewegungen zum Arbeiten geht, weil dort auch die Grenzen dessen, was man vielleicht an Abschottungen machen kann, sehr schnell erreicht sind. Wir haben gemeinsam uns auf den Weg gemacht, das Testregime auszuweiten. Und ich muss Ihnen sagen, wir alle hier in Dresden, die wir das beobachten, sind sehr beeindruckt, wie Sie das auf den Weg gebracht haben. Rolf Keil und Ihnen allen also wirklich unsere größte Hochachtung. In den vergangenen Tagen haben sich 40.000 Menschen testen lassen. Es ist ihnen gelungen. Das war anstrengend. Der ein oder andere hat Wartezeiten in Kauf genommen, um seinen Friseurtermin haben zu können oder andere Dinge. Aber sie haben auf diese Weise es geschafft, über 360 Personen, die wirklich auch jeder für sich aus allen Wolken gefallen ist, weil keiner von den 360 vermutet hat, dass er selber positiv auf Corona getestet werden könnte, dass er diesen Virus in sich trägt, weil er keine Symptome hat und überhaupt keine Anzeichen. Diese 360 Menschen haben sich auf diesem Weg identifiziert. Die werden jetzt für 2, vielleicht für 3 Wochen bei sich zu Hause sein, aber auf jeden Fall werden aus diesen 360 Menschen keine 1.000, 2.000 oder 3.000 neue Fälle. Also ein riesiger Erfolg, den wir gemeinsam angeschoben haben. Sie haben das alles organisiert. Und ich habe dem Landrat heute auch noch einmal deutlich gesagt, wenn es nach uns geht, gehen Sie diesen Weg genauso weiter. Die Tests stehen zur Verfügung. Sie haben die Infrastruktur aufgebaut. Und man soll sich auch in Zukunft, wenn immer möglich, testen lassen. Das müssen wir vielleicht auch gerade denen noch mal etwas auch ermutigend sagen, die zum Arbeiten in die bayerischen Regionen fahren, die ja eine ganz besonders hohe Inzidenz haben. Petra Köpping und ich, wir haben gemeinsam überlegt, wie kriegen wir das hin? Gibt es noch weitere Instrumente? Und wir haben ja in dieser Runde auch schon darüber gesprochen, dass aus unserer Sicht das Testen das eine ist und das Impfen das andere. Es war nicht einfach, kann man auch so sagen. Aber seit gestern ist die Impfverordnung des Bundes geändert worden. Das auslösende Moment war unser gemeinsames Engagement für das Vogtland. Deswegen ist es auch absolut richtig, wenn da viel gerade drüber berichtet wird. Wir sehen darin die Chance, durch Immunisierung zu erreichen, dass trotz möglicherweise einem weiteren Eintrag, und das Vogtland ist ja im Süden, im Westen und auch im Norden umgeben von Regionen, die zum Teil eine doppelt so hohe Inzidenz haben wie Sie, dass wir dort die Situation verändern können. Und das ist so ein bisschen auch das Thema des heutigen Abends. Wir haben uns Gäste eingeladen, die das vielleicht gut beschreiben können aus der eigenen Situation heraus. Wir haben Frau Dr. Kampmann, die jetzt gerade in London ist und dort medizinische Studien gemacht hat. Herzlich willkommen, Frau Doktor. Ich will Ihnen dann auch gleich das Wort übergeben. Wir sind ganz gespannt, was Sie berichten können. London, Großbritannien, über den Jahreswechsel eine wirklich furchtbare Situation. Aber jetzt scheint es sich zu klären. Wir hören eher positive Nachrichten. Vielleicht können Sie uns auch ein Stück weit erklären, was gewesen ist, wie die Situation jetzt ist und was das Impfen an positiven Effekten gebracht hat und ob man sich das tatsächlich so vorstellen kann, wie ich es jetzt gerade erklärt habe. Wir sind ganz interessiert an Ihren Darlegungen. Dann haben wir einen Sachsen, das heißt
fast einen Sachsen, den früheren Leiter des ZDF-Landesstudio hier in Dresden über viele, viele Jahre. Seit einigen wenigen Wochen ist er in Israel. Herr Weverunge ist bereit, mit uns zu sprechen. Israel, ein Land, was sehr viel geimpft hat. Wenn Sie sich anschauen, die Karte der Länder mit der Durchimpfung, steht Israel ganz vorn. Trotzdem wird gerade berichtet über die fünfte Welle oder einen weiteren Lockdown. Vielleicht können wir daraus auch etwas lernen. Und wir haben Dr. Hinterding gebeten, den Deutschlandchef von AstraZeneca, dass er uns ein Stück weit erklären kann, was ist eigentlich der Unterschied der verschiedenen Impfstoffe, wie sicher sind diese Impfstoffe. Ich hatte gefragt, ob der Bürgermeister von Franzensbad mit dabei sein kann, ein tschechischer Freund, der mal ein bisschen die Situation in unserem Nachbarland schildern kann. Wir haben heute im Übrigen 40.000 Schnelltests übergeben an der Grenze zur Unterstützung unserer Nachbarn, um dir dort mit zu helfen und versuchen auch in anderer Hinsicht bereit zu stehen, wo es immer geht. Vielleicht so viel als Einstieg. Und da wir diese Gäste haben, sind bestimmt Petra Köpping und Rolf Keil einverstanden, dass wir diese kurzen Impulse jetzt hören und danach kommen wir ins Gespräch miteinander. Frau Dr. Kampmann, Sie sind in Großbritannien. Wie ist die Lage? Was ist zu sagen? Was können wir von den Menschen auf der Insel lernen? Was sollen wir auf jeden Fall nicht tun? Und wozu würden Sie uns Mut machen? Vielen Dank, dass Sie heute Abend Zeit haben. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank und vielen Dank für die Einladung. Es ist selten, dass ich auch mal in Deutschland nach wie vor einen Beitrag leisten kann, weil ich schon seit über 30 Jahren hier in England bin. Ich leite das Vakzinezentrum an der London School of Hygiene and Tropical Medicine und ich bin Professorin für Kinderheilkunde und Infektiologie. Und natürlich hat die Corona-Epidemie hier in England fürchterlich zugeschlagen. Wir haben alle dieselben Lockdown-Szenarios gehabt, wie es auch in Deutschland der Fall gewesen ist. Und für mich ist es klar, dass es ohne Impfung kein Ende der Pandemie geben wird, weil wir es mit einem Virus zu tun haben, das sowohl symptomatische wie asymptomatische Transmissionen, Übertragungen mit sich bringt. Das heißt also, man kann die Strategie nicht nur darauf beschränken, die erkrankten Leute zu isolieren, sondern es findet halt in der Bevölkerung eine Übertragung des Virus statt, die man eben fast gar nicht nachvollziehen kann, es sei denn, man testet jeden alle 3 Tage. Und das ist natürlich auf die Dauer nicht tragbar. In England sind Impfstoffe sehr frühzeitig eingeführt worden, teilweise auch selbst in England entwickelt. Die AstraZeneca-Vakzine in Kollaboration mit Oxford University und die Pfizer-Vakzine natürlich mit BioNTech in Deutschland waren sehr frühzeitig zugelassen. Und wir haben hier bereits seit Dezember ein regelmäßiges Impfprogramm. Die Situation war in dem ersten Schub dramatisch. Ich arbeite nach wie vor auch weiterhin klinisch und obwohl wir auf der Kinderstation nicht so viel zu tun hatten, haben wir praktisch alle Betten, die wir hatten, an die Erwachsenen übergeben und Intensivstationen geleitet und so weiter. Das war genauso wie in Deutschland. Dann gab es so ein Sommerloch, wo es besser war und dann im Oktober ging es dann wieder voll zur Sache. Und nach Weihnachten sah man also die Zahlen wirklich dramatisch hochgehen mit über 20.000 neuen Fällen pro Tag. Und wir sind hier leider in England nach wie vor das Land mit den höchsten Todeszahlen in Europa. Und das ist natürlich kein schöner Titel, den möchte man nicht so gerne tragen. Aber wir haben in den letzten 2 Monaten dann mit der Impferei wirklich sehr, sehr gut losgelegt. Ein bisschen einfacher in einem Land, wo die Dinge mehr zentralisiert sind. Wie Sie das ja wissen, England ist nicht so ein föderales Land wie die wie Deutschland. Und natürlich ist da die Abstimmung, wie man das nun wo macht, auch nicht ganz so schwierig, wie das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Und ich denke, das hat schon dazu beigetragen, dass die Impfkampagne sehr schnell massiv eingeschlagen hat. Und wir einfach von der positiven Energie von den klinischen Studien profitieren konnten, wo es ja klar wurde, schon sehr frühzeitig, dass unsere Erwartungen über die Impfstoffe, wo man am Anfang nur sagte, wenn es schon 50% effektiv ist, ist es schon gut. Wir jetzt in einem Bereich sind, wo wir eben von über 90% Effektivität sprechen.
Und was natürlich in klinischen Studien passiert, ist manchmal anders, als was dann in der Implementation dieser Impfstoffe passiert. Aber wir haben mittlerweile Daten von unserem Public Health System hier, dass die Anzahl der Krankenhausaufnahmen und der Todesfälle um über 80% zurückgegangen ist in der Gruppe von Leuten, die eben bevorzugt geimpft wurden. Und das waren in erster Linie halt die älteren Leute, das waren Leute, die halt in Nursing Homes lebten. Es waren auch wir als Healthcare-Professionelle. Ich bin auch geimpft. Ich war sehr froh, als ich noch gerade vor Ende des letzten Jahres meine erste Impfung und dann jetzt auch die zweite hatte. Und natürlich ist das ein Riesenaufwand, aber man kann jetzt schon den Effekt ganz deutlich an der Anzahl sehen. Wir haben jetzt zwar immer noch ungefähr 150 Todesfälle am Tag, aber wir hatten wirklich 700, 800, 2000 Todesfälle pro Tag nach der Weihnachtszeit, wo dann auch die Restriktionen ja etwas lockerer waren und wir dann wirklich big time in die zweite Welle gekommen sind mit ganz massiven Zahlen. Und das geht jetzt zum Glück zurück. Und ja, das ist irgendwie eine positive Situation jetzt, wo wir aber natürlich dahinter hängen müssen, dass wir auch die zweite Dosis der Vakzinen vernünftig da den Leuten in den Arm bekommen, weil wir ja davon ausgehen, dass für längere Schutz durch die Vakzinen man schon auch die zwei Dosen braucht. Und wir benutzen hier in England zurzeit die AstraZeneca-Vakzine und die Pfizer-Vakzine. Die Moderna-Vakzine ist auch zugelassen, ist aber noch nicht angekommen. Und mittlerweile sind 22 Millionen der Bürger hier in UK geimpft. Das ist ungefähr dreimal so viel, wie wir das zurzeit in Deutschland haben. Und ja, wir haben natürlich auch Herausforderungen mit Populationen, die die Impferei eben nicht so einfach annehmen. Und ich bin gerne bereit, mich auf alle möglichen Themen hier in dieser Diskussion auch einzulassen. Wollen Sie vielleicht noch zwei Sätze sagen? Nach welcher Zeit, wenn man geimpft ist, stellt sich dieser Resistenzfaktor ein? Und was ist Ihr Gefühl, wenn ich drei Fragen sogar, wie viel Prozent der Bevölkerung muss man geimpft haben, damit sich so ein richtiger Effekt einstellt? Und das Letzte ist, es gibt so ein bisschen, die Hoffnung oder vielleicht auch die Sorge, dass wenn wir die älteren Menschen geimpft haben, dass sich das Problem dann klärt, dass die jüngeren 50-Jährigen vielleicht nicht mehr so sehr davon betroffen sind. Stimmt das oder ist das eher eine trügerische Hoffnung? Was zeichnet sich da bei Ihnen ab? Okay, zum Ersten, wie schnell setzt ein Schutz ein, nachdem man geimpft ist? Das Immunsystem wird ja durch den Impfstoff stimuliert. Und wir haben uns im Wesentlichen ja auf die Induktion von Antikörpern konzentriert in der Evaluation dieser Impfstoffe. Und da hat man schon nach 2 Wochen einen relativ guten Schutz und der ist ungefähr 70-80%. Wie lange der dann dauert, das kann man so nicht sagen, weil wir ja davon ausgehen, dass man eine zweite Dosis gibt. Und was dann nach der zweiten Dosis, wie lange es dann dauert, können wir auch noch nicht sagen, weil die Studien halt so lange noch nicht abgelaufen sind. Also man hat nach der ersten Dosis der Vakzine bereits ungefähr zwischen 70-80% Effektivität. Das variiert ein bisschen Impfstoff bei Impfstoff, aber ich glaube, da braucht man sich keine grauen Haare drüber wachsen zu lassen. Das ist im Endeffekt so dasselbe. Und das war der Grund, warum in England dann entschieden wurde, dass halt so viele Leute wie möglich die erste Dosis kriegen und das Intervall zwischen der ersten und zweiten Dosis verlängert wurde, was am Anfang ja nicht das Design der klinischen Studien war. Da können wir gerne auch noch drüber sprechen. So, wie viele Leute muss man impfen, um Community Immunity zu bekommen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Deutschland heißt. Gruppenschutz oder? Herdenimmunität. Herdenimmunität, genau. Herdenimmunität, ja, ist Quatsch, genau, so Herd Immunity. Wie man da die Herdenimmunität braucht. Und wir gehen mal davon aus, dass das so zwischen so ungefähr um die 70% liegen wird. Das wissen wir noch nicht so ganz genau, weil wir ja auch noch nicht genau wissen, zu welchem Umfang die Impfung die Übertragung der Erreger verhindern wird. Wir gehen davon aus, dass das im großen Teil der Fall sein wird. Das heißt, dass Leute, die geimpft sind, auch nicht infiziert werden. Und wenn sie nicht infiziert werden, können sie nicht übertragen. Aber diese Resultate sind noch nicht alle abgeschlossen. Das geht zurzeit noch einfach so weiter. Da muss man halt Leuten ständig irgendwie Nasenabstrich abnehmen. Dann ist die Frage, die gehört ja auch dazu, wie ist es mit den Leuten, die jünger sind? Ist da vielleicht die Tendenz, dass sie sich nicht impfen lassen wollen?
Ich denke immer, man muss das wirklich von zwei Positionen betrachten. Man lässt sich impfen, um sich selber vor der Erkrankung und der schweren Manifestation der Erkrankung zu schützen. Das ist ein Grund. Und das betrifft in erster Linie ja die Leute, die älter sind und die Risikofaktoren haben, obwohl wir jetzt in der zweiten Welle auch jede Menge Leute zwischen 40 und 50 auf den Intensivstationen hatten. Also man sollte sich da nicht vertun. Und es gibt auch viele Leute, die diese längeren Syndrome von Covid über noch Monate hin entwickelt haben. Ich kenne da einige Kollegen, das sind junge Frauen. Also da kann man nicht sagen, man wird davon nicht betroffen sein. Aber die Leute müssen sich trotzdem überlegen, ob sie sich nicht nur für sich selber impfen, sondern auch impfen, um dann praktisch ja, sich rauszuziehen als Überträger. Das heißt also, wenn man selber geimpft ist, ist man auch kein Risiko mehr für die Leute, mit denen man sich umgeben hat. Das heißt also, man hat da ein ganz spezielles, ja, öffentlichen, eigentlich ein Public Health Mandat, um zu sagen, ich schütze nicht nur mich, sondern ich schütze auch die Leute um mich rum. Ist so ein bisschen wie mit den Masken. Die trägt man nicht nur für sich, sondern die trägt man auch für die anderen. Und aus dieser Sicht muss man das sehen. Und deshalb finde ich das ganz wichtig, dass auch die jüngeren Leute das akzeptieren können, dass sie dadurch auch eine Rolle spielen können, auch wenn sie selber vielleicht nicht so krank werden. Danke. Dann machen wir mal die Reihenfolge weiter und dann kommen wir noch in die Diskussion miteinander. Wir gehen zu Herrn Beverunge. Der hat Frau Köpping und mich zahllose Male interviewt. Heute ist es genau andersrum. Beverunge, Sie sind in Tel Aviv. Israel, hat man das Gefühl, hat es ganz gut gemacht oder doch nicht? Man hat das Gefühl, das Leben hat wieder begonnen. Wie ist das, wenn man da ist? Wie erleben Sie die Situation und was kann man aus Israel lernen? Vielen Dank, Herr Kretschmer. Erstmal einen ganz herzlichen Gruß nach Sachsen ins Vogtland, dem ich auch aus der Ferne, aus Tel Aviv noch sehr verbunden bin. Ja, ich würde sagen, das ist schon ein unglaubliches Erfolgsmodell, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die Impfkampagne hier in Israel, die auch ein kritischer Journalist so nicht erwartet hätte. Und wir haben wirklich auch viele Ergebnisse immer wieder abgeklopft. Aber sie sind inzwischen empirisch auch so von so vielen seriösen Wissenschaftlern belegt, dass das, obwohl es schier unglaublich klingt, was ich noch zu berichten habe, doch sehr, sehr einfach glaubhaft ist. Sie haben angesprochen, Herr Kretschmer, die vielleicht fünfte Welle, die droht. Also der aktuelle Stand ist eher nicht so, sondern im Gegenteil. Wir hatten gerade das Purim-Fest. Das ist so ein bisschen so eine Mischung zwischen Karneval, religiöser Ursprung, aber da trägt man Kostüme, man ist gesellig, auch die ultraorthodoxe Bevölkerung, alle Bevölkerungsschichten feiern das sehr intensiv. Und der Stand ist heute, dass das im Prinzip keinen Effekt hatte. Man hat extra eine Ausgangssperre nochmal verhängt und man weiß inzwischen, der R-Faktor ist weiter zurückgegangen, bei 0,9 liegt er momentan. Und die allgemeine Situation ist nach wie vor sehr gut. Ich kann sie im Detail gleich nochmal sagen. Das ist insofern interessant, weil die letzte große Entwicklung in Israel war das letzte Purim-Fest im letzten Jahr. Und das war, wie man heute weiß, das Mega-Spreading-Event, was Israel auch am Anfang erstmal zu einem der schwerst betroffenen Länder gemacht hat. Israel hat dann sehr scharf reagiert, hat die Grenzen geschlossen, worunter auch ich gelitten habe, weil ich als Journalist lange Zeit nur mit großen Schwierigkeiten lange kämpfen musste, reinzukommen. Dann aber sehr entschlossen, ich würde mal sagen, so ab dem Spätsommer gesehen hat, es gibt eine Strategie, auf die wir zu 90% setzen, und das ist die Impfstrategie. Das heißt, man hat sich darum gekümmert, dass man den Impfstoff bekommt. Man hat sehr oder relativ frühzeitig, jedenfalls auch im Vergleich zur EU, sich einen Vertrag mit Pfizer-BioNTech gesichert. Und das Zweite ist, man hatte, da kommt natürlich hinzu, bevor man auf die EU schimpft, dass Israel natürlich ein kleines Land ist, was auch relativ schnell für sich alleine handeln kann, nicht wie so ein großer Tanker. Und der zweite große Punkt, weshalb diese Impfkampagne überhaupt so umsetzbar war, auch da denkt man ja in Deutschland, große Industrienation, warum geht das so schief? Aber hier gibt es eine spezifische Situation. Es gibt nur vier große Krankenkassen, bei denen sind alle Israelis versichert. Es gibt nichts anderes.
Und die haben quasi nicht nur Personal, sondern die haben medizinisches Personal, die haben Gesundheitszentren, die haben Ärzte auf dem Land, die haben Personal, was auch medizinisch tätig werden kann. Die können kurzfristig Personal aufstocken, die greifen auf Reservisten der Armee zurück. Und so hat man in kurzer Zeit eine riesige Kampagne aufgebaut, die tatsächlich auch im ganzen Land wirken konnte. Man hat konsequent vor Altersstufe runtergeimpft, zuerst das Klinikpersonal, dann die über 80-Jährigen, dann die über 60-Jährigen und so weiter. Und es ging eigentlich immer schneller, weil das sehr gut lief. Und die gemischte Bilanz deswegen, weil es sehr, sehr lange gedauert hat, bis diese Impfkampagne gewirkt hat. Die hat im Dezember, 20. Dezember begonnen, im Januar war nichts. Im Gegenteil, die Zahlen gingen wahnsinnig hoch, die britische Mutation hatte Anfang Januar 20%, Ende Januar hat sie 80% Anteil an den Corona-Infektionen gehabt. Und man fragte sich immer, wann kommt so eine Sperre, so eine Blockade? Die kam aber nicht. Und zwar einfach deswegen, man wusste nicht warum, weil man am Anfang auch nicht wusste, wirkt denn der Impfstoff überhaupt? Das war die große Frage. Und dann kamen die ersten Studien und man hat gesehen, dieser Impfstoff wirkt nicht nur, sondern er wirkt geradezu fantastisch, nämlich zu 99%, also zu fast 100%. Verhindert er eine Erkrankung. Das heißt, von, ich sage jetzt mal so einen Wert von 500.000, und das wiederum die Krankenkassen, die drücken, die haben alle digitalen Daten. Sie haben diese digitalen Daten in anonymisierter Form auch Pfizer zugänglich gemacht. Und die können sehr schnell feststellen, wer aus welcher Altersgruppe wie betroffen ist, weil die auch immer wieder Tests gemacht haben. Und die getesteten Ergebnisse, jeder PCR-Test wird bei der Krankenkasse gespeichert. Der ist also als Information abrufbar. Und die haben ich glaube Ende Januar zum ersten Mal festgestellt, dass tatsächlich von 500.000 ungefähr 500, also im Promillebereich, nur nicht mal, also voll im Promillebereich, überhaupt ein Virus nachweisbar war. Und von diesem Promillebereich, von den 500, waren vielleicht 60, 70, wo man Symptome hatte, keiner von denen hatte Fieber und ich sage mal eine Handvoll wurde ins Krankenhaus eingeliefert mit schweren Symptomen, aber keine tödliche. Also seit alle Geimpften, es mag Ausnahmen geben, aber nach meinem Kenntnisstand gibt es quasi keinen, der geimpft ist und dann noch gestorben ist, auch nicht die 80, die 90-Jährigen. Die Impfquote hat dann sehr, sehr schnell einen hohen Grad erreicht. Sie liegt heute bei, man sagt, 90% der über 60-Jährigen, der über 16-Jährigen sind mindestens einmal geimpft oder an Covid-19 genesen. Also ein 90-prozentiger Satz. Das heißt, der Rest wird noch geimpft, was auch impliziert, im Gegensatz zu Großbritannien, dass von vornherein hier auf die Zweifachimpfung gesetzt worden ist. Das wurde auch sehr, sehr genau durchorganisiert. Beim ersten Termin hat man den zweiten bekommen. Ich bin auch geimpft. Also das Verhalten auch gegenüber den Ausländern oder anderen Gruppen, bis auf die Palästinenser vielleicht, war sehr, sehr großzügig. Alle konnten, die im Lande lebten, an dieser Impfung teilnehmen. Und der Effekt, wie gesagt, hat sich dann massiv eingestellt. Und alle Daten weisen darauf hin, dass dieser Impfstoff, das ist vielleicht noch wichtig, sowohl gegen die britische Mutation quasi genauso wirkt wie gegen die ursprüngliche. Und auch zumindest einen sichtbaren, schweren Krankheitsverlauf bei der südafrikanischen Mutation vermeiden kann. Also eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Dabei belasse ich es gleich erstmal. Vielen Dank. Und was wir auch immer hören, ist dann ein Zertifikat auf dem Handy, eine App, mit der man nachweisen kann, ich bin geimpft und damit ergeben sich mehr Freiheitsgrade. Das ist schon so, ne? Genau, das ist die zweite Komponente, die quasi, also ich habe gesagt Purim-Fest, dazu kommt noch, dass das Land quasi komplett geöffnet ist, jedenfalls für die mit dem grünen Pass. Die Geschäfte sind auf, für alle, auch für Ungeimpfte, es gelten nach wie vor für alle AHA-Regeln, Abstandsregeln, Maskenregeln, auch auf der Straße, überall in Räumen. Und dann gibt es eben die Regelungen für die grünen Passinhaber. Das sind die, die zweimal geimpft sind nach einer Woche, wo man ausgeht, dass der Schutz dann wirklich hundertprozentig ist. Und die Covid-19-Genesenen, die bekommen diesen grünen Pass. Und damit sind andere Möglichkeiten noch gegeben. Das heißt, man kann in Restaurants, man kann in Fitnessclubs, man kann in Theaters, in Kinos, Konzerte, Sportveranstaltungen,
Hotels sind wieder offen. Und das heißt, im Prinzip ist das wirtschaftliche und soziale Leben in Israel, zumindest für die mit dem grünen Pass, man kann fast sagen, zu 100% wieder geöffnet. Vielen Dank. Das macht doch Mut und Hoffnung auf das, was wir vor uns haben und auch dem Vogtland. Sie haben gesagt, Sie haben eine Stunde Zeit. Wenn wir nicht mehr dazu kommen, einen ganz herzlichen Dank und auf eine nächste Begegnung. Aber vielleicht klappt es auch noch mit einer Frage. Ich würde jetzt Klaus Hinterdink das Wort geben. Vielleicht auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass Sie uns noch mal sagen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem mRNA-Impfstoff, einem Vektor-Impfstoff, einem Totimpfstoff, dass man mal so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was ist das, wie kann man das einordnen, was sind die Vorteile, vielleicht auch in Richtung Zulassung. Es ist eigentlich auch ein Wunder, dass in so einer kurzen Zeit so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen. Es ist Ihr täglich Brot, da ich leider kein Vogtländer bin, und in einer Risikogruppe bin, die erst später dran ist, nämlich mit den Verkäuferinnen, haben freundliche Menschen mir heute eine Schluckimpfung aus Zwönitz geschickt, mit einem Augenzwinkern, 9% Alkohol. Ob das wirklich hilft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben Sie jetzt das Wort. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Kretschmer, und vielen Dank vor allem für die Einladung und die Gelegenheit, ein paar Worte auch aus meiner Sicht darzulegen zur Impfung, zum AstraZeneca-Impfstoff, aber vielleicht auch zu den Impfungen allgemein. Und ich werde kaum in der Lage sein, in diesem kurzen Impuls jetzt vielleicht alle Aspekte abzuklopfen, aber ich scheue mich nicht, dann auch kritische Fragen hinterher zu beantworten. Und da gibt es sicher genügend. Sie müssen nur jeden Tag die Tagespresse lesen. Und dann können Sie sich, dann haben Sie ja schon, wissen Sie manchmal genauso viel wie ich. Gehen wir zunächst vielleicht mal auf die Impfstoffe ein. Also was sich jetzt hier gerade bei der Covid-Epidemie durchsetzt, das sind die mRNA-Impfstoffe, wie Sie schon sagten, und die Vektorimpfstoffe. Die mRNA-Impfstoffe und Vektorimpfstoffe unterscheiden sich im Grunde dadurch, wie die Information, die Erbinformation des Pathogens, also des Erregers, des Covid-Erregers, in ihre Muskelzelle in der Schulter injiziert wird oder wie sie dorthin gelangt. Das ist bei der mRNA, das ist die Messenger-Ribonukleinsäure, die wird in Lipidpartikeln verpackt, dann wird sie in den Arm injiziert und dann geht diese Messenger-RNA, das ist also ein Botenmolekül, wird dann abgeschrieben von dem eigenen zelleigenen Replikationssystem quasi und erzeugt das Oberflächenprotein des Pathogens. Das Oberflächenprotein, das haben Sie sicher schon gesehen, gehört, es wird Spike-Protein genannt. Das ist das Gesicht sozusagen des Covid-Virus. Das geschieht auch bei einem Vektorimpfstoff, wie von AstraZeneca. Das Gleiche, dass auch dort das Gesicht des Virus auf die Muskelzelle quasi gedrückt wird. Nur wird es eben anders in die Zelle reingebracht. Die Immunantwort, die dann kommt, ist in beiden Fällen sehr ähnlich, wenn nicht sogar die gleiche. Es ist nämlich so, dass das körpereigene Immunsystem, also das sind Antikörper, B-Zellen, T-Zellen, aber auch andere, dieses fremde Gesicht auf ihrer Muskelzelle jetzt erkennen, dagegen dann Antikörper bilden, dagegen auch eine Immunerinnerung gebildet wird, sodass dann also, sobald eine neue Infektion auftritt mit diesem Virus, sobald das Pathogen, der Erreger irgendwo im Körper wieder erkannt wird, kann das Erinnerungssystem des Immunsystems sofort darauf reagieren und die Erkrankung verhindern. So, das ist mal so zur Grundlage vielleicht. Ich bin mir sicher, die Frau Kampmann kann dort auch sicher noch viel mehr kompetenter auch zu antworten. Aber was man dann jetzt ja natürlich machen muss mit beiden Impfstoffen, ist große klinische Studien. Wir haben bei AstraZeneca mit unserem Impfstoff in klinischen Studien ungefähr 60.000 Patienten untersucht. Und was wir in diesen 60.000 Patienten dann gesehen haben, ist erstens, dass der Impfstoff hochwirksam ist. Und da darf man sich vielleicht nicht von so den Zahlen, die posieren, irritieren lassen. Vielleicht ist es auch wichtig, auf zwei ganz wichtige Parameter zu schauen. Das eine, das wurde in diesen klinischen Studien auch vor allem untersucht, ist, wie stark schützt dieser Impfstoff denn vor einer leichten Erkrankung, davor, dass sie quasi angesteckt werden. Da gibt es dann diese Zahlen, bei AstraZeneca war das 70%, bei BioNTech, Pfizer war das 95%. Aber unter Umständen wichtiger
ist die Frage, wie sehr schützt denn dieser Impfstoff vor einer schweren Erkrankung, vor einer Einweisung ins Hospital? Das ist ja vor allem das, was wir verhindern wollen. Und da gibt es jetzt neue Daten, das hat Frau Dr. Kampmann schon erwähnt, aus England, wo der BioNTech und der AstraZeneca-Impfstoff schon sehr früh verimpft wurden, mehr oder weniger zu gleichen Teilen. Ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf die Daten aus Schottland, wo dann die Unterschiede, die man in den klinischen Versuchen gesehen hat, verwischen und gezeigt wird, dass beide Impfstoffe sehr effektiv zu ungefähr 90% vor dem schweren Verlauf einer Erkrankung schützen. Das, was auch Herr Beverunge schon erwähnt hat, was in Israel passiert. Also es gibt Unterschiede, es gibt aber auch Gemeinsamkeiten. Ich könnte jetzt noch weitermachen und über die Verträglichkeit reden, aber ich könnte das auch für eine Frage später lassen, denn damit ich nicht die ganze Diskussion hier dominiere. Nee, sagen Sie ruhig was zu den Verträglichkeiten und vielleicht, wenn Sie es einbeziehen können, wir fragen uns natürlich, wie ist das mit Kindern? Für Kinder gibt es den Impfstoff noch nicht. Wie schätzen Sie es ein? Wann könnte das kommen? Genau, also fange ich vielleicht mit der Frage gleich an. Also klinische Studien in Kindern laufen jetzt, vielleicht sogar auch bei Ihnen, Frau Dr. Kampmann, in England laufen die mit dem AstraZeneca-Impfstoff und zwar vom Alter, ich glaube, 6 Jahre bis 18 Jahre. Die Studien sind angelegt auf 1 bis 2 Jahre Laufzeit, aber ich erwarte auch dort so die ersten Resultate. Es hängt ja immer davon ab, wie stark wirklich das Infektionsgeschehen ist. Wenn Sie kein starkes Infektionsgeschehen haben, dann können Sie gar keinen Effekt nachweisen. Also davon hängt es ab, aber unter Umständen erwarten wir erste Resultate schon in diesem Jahr. Komme ich zur Verträglichkeit. Das Erste, worüber auch in Deutschland sehr, sehr viel berichtet wurde, das sind die typischen Impfreaktionen. Schmerzen an der Einstichstelle, aber auch grippeähnliche Symptome. Das hat dann im Falle von AstraZeneca auch dazu geführt, dass viele Menschen sich krankgeschrieben haben für einen Tag nach der Impfung. Und da vielleicht, ich möchte mich unter gar keinen Umständen rausreden, aber 2 wesentliche Faktoren, die unter Umständen zu einer kleinen Verzerrung der Wahrnehmung geführt haben. Erstens wird der AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland vor allem an junge Menschen verimpft. Und junge Menschen reagieren einfach stärker. Sie haben noch ein besseres Immunsystem, reagieren stärker auf die Impfung. Und damit, das ist eigentlich das, was man beobachten will. Aber führt dann natürlich bei jungen Menschen, die auch noch im Arbeitsleben stehen, unter Umständen dazu, dass sie sich für einen Tag krank schreiben. Das andere ist, dass die zweite Impfung im Falle von AstraZeneca eine deutlich geringere Impfreaktion auslöst. Und auch da wieder, wir haben ja noch kaum 2. Impfung mit dem AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland. Das hat dann auch wieder zu einer Wahrnehmungsverzerrung geführt. Und dann will ich noch ganz kurz darauf eingehen, denn die Frage steht ja im Raum. Wie sieht es mit schwerwiegenden Nebenwirkungen aus? Sie haben jetzt vielleicht in der Presse, heute kam das haben Sie genauso früh erfahren wie ich, dass es thromboembolische Events gab, das sind Blutgerinnungsstörungen letztendlich. Und auch von einem Todesfall in Österreich und auch in Dänemark wurde berichtet. Da kann ich Ihnen nur Folgendes zu sagen. Es ist bislang kein Zusammenhang zwischen einer schweren Nebenwirkung und der AstraZeneca-Verimpfung festgestellt worden. Niemand kann das auch ausschließen. Wir haben zwar 60.000 Menschen in klinischen Studien untersucht, aber jetzt gehen wir natürlich hier an die Millionen Menschen. Wir haben, glaube ich, mit dem AstraZeneca-Impfstoff jetzt insgesamt mehr als 15 Millionen Menschen geimpft. Da sind einzelne schwere Reaktionen gar nicht, nein, das sind keine Reaktionen, Vorfälle gar nicht auszuschließen. Denn wenn Sie eine, zufällige Stichprobe von 15 Millionen Menschen nehmen, dann sterben Ihnen dort natürlich auch eine gewisse Anzahl. Vielleicht noch eines, was ganz wichtig ist. Wir haben ja in Deutschland und in Europa ganz starke Pharmakovigilanzmaßnahmen, die darauf achten, dass jedes Medikament tagesaktuell verfolgt wird, wie sicher es ist. Das macht in Deutschland das Paul-Ehrlich-Institut, in Europa ist es das Europäische Arzneimittelinstitut. Die schauen sich diese Fälle ganz genau an und würden auch sofort reagieren, falls dort irgendein Zusammenhang mit der Impfung festgestellt werden kann. Winterding, vielen Dank. Und wir kommen bestimmt gleich noch in die Diskussion. Ich finde auch, dass die Zulassung wurde auch kritisiert, dass es so lange dauert oder dass wir nicht mit Notzulassung arbeiten. Ich finde, bei so einem Thema geht Sicherheit vor und immer gesagt, egal wer und wenn es am Ende jetzt Sputnik 5 ist, wenn das zugelassen ist in der Europäischen Union, kann man mit gutem Gewissen das nehmen und dann gibt es ein bisschen jetzt natürlich die Frage, es ist alles knapp. Wir haben ja auch super kassenärztliche Vereinigungen, Ärztekammer, die würden
gerne richtig Beitrag dazu leisten und impfen. Das limitierende Faktor ist derzeit noch der Impfstoff. Wir haben es im Vogtland ein bisschen aufgelöst, aber ansonsten ist das der Punkt. Vielen Dank und wir diskutieren gleich noch. Jetzt will ich mal fragen, wir haben uns gefreut auf den Bürgermeister von Franzensbad, Jan Kucher, aber ich habe nicht gesehen, dass er dabei ist. Wenn er dabei ist, müsste er jetzt mal sagen, Dobry den oder Hallo. Da das nicht der Fall ist, ist die Ministerin am Wort, Frau Köpping, jetzt haben so viele Leute gesprochen, aber Sie sind eigentlich diejenige, die zuständig ist für alles. Wollen Sie ein bisschen vielleicht zur aktuellen Situation sagen und auch schon darüber sprechen, was wir uns gemeinsam fürs Vogtland überlegt haben? Und dann geben wir dem Landrat das Wort, würde ich vorschlagen. Ja, also auch schönen guten Abend von mir und selbstverständlich mache ich das gerne. Man muss immer wieder sagen, dass wir in Sachsen einfach wachsam bleiben müssen. Die Inzidenzen schwanken. Wir liegen heute bei 84 Inzidenz auf 100.000 Einwohner in 7 Tagen. Und wir haben uns ja so eine Grenze gesetzt mit unserer Corona-Schutzverordnung, die so bei 100 liegt. Und da sieht man immer wieder daran, dass es eben wirklich nach wie vor wachsam gilt zu sein. Und wir eben auch mittlerweile 4 Landkreise haben, die eine Inzidenz zumindest tageweise über 100 haben. Und welche Auswirkungen das hat, das haben Sie hier im Vogtland leider am eigenen Leib erleben müssen, gerade was die Kitas betrifft, was die Schulen betrifft. Und das ist natürlich eine schwerwiegende Entscheidung, die immer wieder zu treffen ist. Und deswegen haben wir uns im Kabinett und der Ministerpräsident und ich haben dem auch wirklich zugeredet, wenn ich das so sagen darf, entschieden, dass wir im Vogtland so ein Stückchen einen eigenen Weg gehen. Ich bin sehr froh, dass die Ministerpräsidentenkonferenz vergangene Woche mit der Bundeskanzlerin uns die Möglichkeit gegeben hat, über die Impfverordnung eben solche Gebiete, die eben besondere Hotspot-Gebiete sind, wie das im Moment das Vogtland ist, auch mit ein Stück weit mehr zu unterstützen. Und der erste Weg, den wir gegangen sind gemeinsam, das war ja der Weg, dass wir sehr, sehr viel testen. Da hat der Freistaat sowohl Testkapazitäten zur Verfügung gestellt, hat auch die Finanzierung der Tests weitestgehend vorgenommen und ihre Aktivitäten, und das muss man wirklich auch nochmal ausdrücklich unterstützen, die da aufgelegt worden sind und die sehr schnell gegangen sind, zu unterstützen. Und dafür auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist die Voraussetzung dafür, dass man eben den zweiten Schritt auch gehen kann, den wir jetzt gehen. Und das eben tatsächlich, dass wir gestern, und da war ich im Plauen, und das war wirklich bei all den Schwierigkeiten, die man ja im Moment so hat, ein sehr, sehr schöner Termin, dass wir dort das zweite, die Außenstelle des Impfzentrums aufbauen konnten. Damit wollen wir im Vogtland erreichen, dass wir sowohl in dem vorhandenen Impfzentrum die Kapazitäten von täglich 1.000 auf 1.500 auffahren, dass wir in der Außenstelle des Impfzentrums in Plauen die Kapazitäten von 250 auf 500 hochfahren. Gestern haben wir begonnen, es wird hochgefahren. Und dass wir gleichzeitig 3 Busse im Einsatz haben im Vogtland, die gerade in den kleineren Orten unterwegs sind. Herr Heckemann, Herr Dr. Heckemann und Herr Bodendieck sind ja heute mit dabei. Wir haben also auch im Vogtland vor, da werden wir am Montag nähere Aussagen machen können, haben dort die Hausärzte bzw. niedergelassenen Ärzte angefragt, inwieweit wir sie in die Impfung einbeziehen können, dass wir tatsächlich flächig sehr weit versorgen können, um dort den Bürgern ein Impfangebot zu machen. Ich muss es immer ein bisschen einbremsen, weil es wirklich so ist, wenn man jetzt sagt, wir öffnen das Impfen, dass jeder dann denkt, morgen bin ich dran. Und deswegen bitte ich auch an der Stelle wirklich um ein Stück weit Geduld. Ich hatte heute wirklich unendlich viele Gespräche, das darf ich schon sagen, aus anderen Regionen in Sachsen, die mich natürlich dann sofort fragen, nehmt ihr mir jetzt was weg? Und immer wenn ich dann argumentiert habe, dass ich sage, guckt euch doch mal an, die Kinder im Vogtlandkreis können seit Monaten nicht in die Schule gehen, wir müssen dort helfen. Dann ist das immer so ein Argument, wo dann doch ein bisschen zurückgefahren wird und gesagt hat, na gut. Und ich habe ja auch so argumentiert, dass wir bei den schnellen und vielen Lieferungen von AstraZeneca, die wir bekommen haben, einen Großteil der Lieferungen, die jetzt auch bei uns noch gelagert sind, einsetzen wollen für das Vogtlandkreis. Das ist die Argumentation, die wir da aufgebaut haben. Und es war gestern ein schöner Tag, das darf ich schon sagen. Herr Landrat Keil war mit da, die Bürgermeister waren mit da, der Region auch von Plauen selbstverständlich. Und ich habe mit Bürgern gesprochen, die gestern das Impfangebot in Plauen annehmen konnten. Und da habe ich eine große Dankbarkeit gespürt und eine große Erleichterung, weil es eben gestern wirklich viele ältere Menschen waren. Und das soll auch das Ziel sein, dass wir jetzt durch das Impfen der Bevölkerung, die wir ja geöffnet haben, nicht die Älteren, die jetzt ganz wichtig sind beim Impfen, verdrängen, sondern deswegen eben auch das Einbeziehen der Hausärzte. Dass also dort die Hausärzte tatsächlich die Menschen über 80 prioritär auch mit behandeln. Und da kann ich mich, glaube ich, auch verlassen auf unsere Ärzte, dass sie das in ihren Praxen tun werden. So viel vielleicht erstmal zum Einführen, wie der Stand ist und was wir vorhaben. Ganz herzlichen Dank und wenn es Fragen gibt, stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Köpping, vielen Dank. Und jetzt würde ich sagen, ist Rolf Keil an der Reihe. Ich will vielleicht mal sagen, damit das ein bisschen geordnet abgeht, wenn Sie eine Frage stellen wollen, schreiben Sie einfach das kurz in diesen Chat rein. Sie sehen unten in der Mitte des Bildschirms diese Chat-Funktion, einfach nur Ihren Namen und einfach Wortmeldung. Und dann machen wir das der Reihe nach durch. Sie müssen gar nicht die Frage reinschreiben, sondern einfach nur, ich möchte was sagen. So, Rolf, wie ist die Lage? Wie habt ihr das im Griff? Ja, lieber Ministerpräsident, erstmal herzlichen Dank, dass wir heute in der dritten Auflage sind, dass wieder hervorragende Gäste hier sind, mit denen wir uns unterhalten können, wo wir Erfahrung mitnehmen. Das freut mich ganz sehr. Die Inzidenz heute 227, im Moment nach den heutigen aktuellen Zahlen Tendenz wieder steigend. Wir müssen natürlich auch sagen, wir testen im Moment so 4.000 bis 5.000 Menschen in unserer größt angelegten Testaktion. Da haben wir eine steigende Tendenz, aber wir haben auch, wie du gesagt hast, den Erfolg, dass wir diese Menschen dann isolieren und das wird dort die Weitertragung der Infektion verhindern. Vielleicht noch eine Zahl in Ergänzung, was uns auch schon, ja, man hat es immer vermutet, aber nie gewusst. Wir haben jetzt am heutigen Tag 3,6% positive Bereiche in der Kinderkohorte von 0 bis 10 Jahre. Das ist das Vierfache ungefähr vom Durchschnitt, was wir haben. Wir haben 0,9 im Durchschnitt. Also wir haben dort einfach in diesem Bereich Infektionen. Die Kinder merken das nicht, die spüren das nicht. Deswegen kriegen wir ja gerade diese Kinder jetzt bei dieser Testaktion mit ermittelt, wer dann doch überträgt. Und was noch ein interessanter Zahl ist, die Anzahl der Eltern, also die Kohorte, die so um die 30 Jahre ist, die hat doppelt so hohe Infektionsraten, also positive Ergebnisse wie der Durchschnitt. Also man sieht auch, dass sich dort in dem Familienbereich Eltern, Kindern etwas abspielt. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Möglichkeit fürs Vogtland besteht, zu impfen. Wir haben ja ein Gesamtpaket damals vereinbart, wo wir gesagt haben, wir testen, wir machen eine Medienkampagne, also wir sprechen mit den Leuten, dass sie sich auch jetzt ganz strikt an die Vorgaben halten. Ja, wir haben Ausgangsbeschränkungen immer noch, also wir haben noch verschärfende Maßnahmen eingeleitet bei uns im Vogtland und das zu begleiten. Und ja, das dritte ist die Impfkampagne. Mit der Ministerin haben wir gestern einiges abgesprochen. Ich kann auch sagen, Frau Köpping, ich kriege das in die Reihe mit meinem Amt, wo wir über Lehrer und Erzieher gesprochen haben. Da habe ich schon fast alles organisiert bis heute, um auch unser Ziel irgendwo im Kinderbereich da Lösungen zu schaffen, weil natürlich die Eltern schon Schlange stehen und die Eltern sagen, wir wollen einfach unsere Kinder wieder in die Schule haben, wir wollen sie in der Kinderbetreuung haben. Das hat ja Auswirkungen aufs Arbeitsleben, auf die ganzen Familienstrukturen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, dass wir hier eine Erleichterung bekommen, weil da gibt es auch soziale Konflikte teilweise. Und deswegen bin ich dankbar für all das, was im Moment von Seite des Landes für uns gemacht wird. Und wir nehmen auch dankbar immer das an, wo wir sagen, wo können wir noch nachsteuern, was können wir noch tun. Ich möchte mich bei all den bedanken, die uns auch unterstützen, ob das das Rote Kreuz ist, die vielen Ehrenamtlichen, die vielen Testzentren. Wir haben 100 Leute eingestellt in den Testzentren, in den 24 allein. Ja, also das ist ein kleines Unternehmen, was wir innerhalb von einer anderthalben Woche aufgebaut haben. Der Rettungszweckverband, vielen Dank. Ja, ich freue mich auf weitere interessante Gespräche mit Ihnen. Danke, Rolf. Ich finde, dass dieser Punkt, den Frau Kampmann uns ja auch gesagt hat, dass nach zwei Wochen ungefähr 70% des Schutzes einsetzt, wäre natürlich für uns jetzt auch eine wichtige Perspektive. Wir wollen ja, dass die Schulen wieder öffnen und auch die Kindergärten. Wenn es uns gelingen würde, jetzt in den nächsten ein, zwei, drei Wochen das hinzukriegen, dass alle Lehrer, alle Kindergärtnerinnen und Kindergärtner eine Impfung bekommen, dann könnte es wirklich nach den Ferien weitergehen. Und das muss unser Ziel sein. Ich weiß, wie sehr Sie darunter leiden. Ich habe oft darüber nachgedacht, ob man nicht jetzt auch vor den Ferien nochmal irgendwie einen Kompromiss machen kann. Ich habe so für mich gedacht, naja, wissen Sie, wenn es so runtergeht und wir sind dann bei 190 und dann sind wir vielleicht bei 185 und irgendwie der nächste Tag bei 180. Aber es ist genau andersrum. Es ist eigentlich so eine steigende Entwicklung. Und deswegen wäre das jetzt wahrscheinlich so der richtige Brandbeschleuniger, wenn man jetzt die Schulen richtig öffnet. Ich sehe noch keine Frage. Deswegen würde ich Frau Kampmann, Sie eigentlich nochmal zurückfragen. Das, was der Landrat gerade gesagt hat, wenn er 40.000 Tests macht, ist die Inzidenz, die Wahrscheinlichkeit bei 0,9%, also 0,9% Inzidenz bei den 40.000.
Und bei den ganz Kleinen ist sie 3,6. Das ist etwas Besonderes. Das hatten wir in der ersten Phase der Pandemie nicht. Welche Rolle spielen denn Kinder bei der Verbreitung jetzt dieser, das ist ja offensichtlich im Vogtland auch sehr stark, britischen Mutation? Können Sie dazu was sagen? Ja, ich glaube, so viele systematische Studien, die das irgendwie richtig verfolgt haben, gibt es eigentlich wenige. Am Anfang sind wir, wir wissen ja, dass Kinder Viren super gut verbreiten. Das wissen wir von der Grippe, das wissen wir von RSV, von Rhinoviren, Viren, all solche Sachen. Also Kinder sind schon so Inkubatoren. Wobei es am Anfang eigentlich ziemlich schnell klar wurde, dass die Kinder kein so ein Hotspot für Transmission sind. Und deshalb ist halt auch in England wurde auch entschieden, dass eben ja die Schulen jetzt nicht schnell zugemacht werden mussten, obwohl wir es dann hinterher dann doch gemacht haben. Also ich glaube, wenn wir die Betreuer impfen, sind wir in einer besseren Situation, als jetzt die Kinder zu impfen, weil wir nämlich noch keine Ergebnisse, das hat der Kollege von AstraZeneca ja auch schon gesagt, wir haben noch keine Ergebnisse von den Studien, die jetzt die Kinder auch implizieren. Und es ist ein bisschen komplizierter bei den Kindern, weil wir ja auch darauf achten müssen, dass der Impfstoff nicht sich mit anderen Impfstoffen, die die Kinder auch bekommen, noch in irgendeiner Form interferiert. Und die Studien, die zurzeit gemacht werden, sind so typische, die nennt man Age De-Escalation Studien. Das heißt, man fängt mit den Teenagers an und dann geht es immer weiter runter. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass da in den Protokollen irgendwas vorgesehen ist, das unter das Alter von 5 geht, weil wir nämlich sonst in diesen Bereich kommen, wo eben diese anderen Impfstoffe unter Umständen auch eine Rolle spielen. Und die Kinder kriegen ja auch schon eine ganze Reihe Impfungen. Und wir haben es halt in der Pädiatrie auch nicht gesehen, dass jetzt die kleineren Kinder irgendwie besondere Manifestationen von der Krankheit haben, die jetzt irgendwie dazu Krankenhausaufenthalten und so weiter geführt haben. Das heißt also, es ist nicht die Priorität. Und die Priorität jetzt im Rahmen von Übertragung ist vielleicht eine andere als die Priorität im Rahmen von Schutz gegen die Erkrankung. Und ich glaube, zur Zeit, wo es halt, ich meine, in Deutschland scheint die Situation ein bisschen anders zu sein. In England haben wir es ganz streng nach Alter eingeteilt. Abgesehen von den Leuten, die halt in den Nursing Homes arbeiten oder die Leute im Krankenhaus arbeiten. Ansonsten war es wirklich eine Regel von, wenn du so alt bist, dann kriegst du deine Impfung in diesem Monat. Wenn du so alt bist, kriegst du in diesem Monat. Und das wird jetzt alles ganz methodisch runtergefahren. Und da ist nicht eine Frage, ob da einer Lehrer ist oder Taxifahrer oder Friseur. Da werden alle praktisch gleich behandelt. Es sei denn, die haben noch andere Komorbiditäten wie, was weiß ich, Diabetes oder Blutdruck und solche Sachen. Und da sind die Kinder wirklich dann auch erst sowieso noch gar nicht dran. Da spricht gar keiner davon. Ne? Das heißt also, es gab ziemlich Protest auch von Lehrern und ja insgesamt von der Gruppe von Leuten, die sich eben besonders exponiert fühlen, eben auch durch den Kontakt mit den Kindern. Und ob das nun die Kinder sind, die da übertragen, oder ob das eigentlich zwischen den Eltern so weitergeht, die sich dann immer an der Schule treffen, das ist auch noch nicht ganz klar. Ne? Und wir machen jetzt die Schulen wieder auf mit Testen regelmäßig, sowohl in der Schule als auch zu Hause, mit diesen Schnellverfahrungstests. Ne? Und da werden wir sicherlich auch noch jede Menge Informationen bekommen, auch für die kleineren Kinder. Aber es ist natürlich ein Riesenaufwand, das kostet natürlich auch unheimlich viel Geld. Ne? Aber ja, warum das die Inzidenz da bei dieser Kindergruppe nun so und nicht, was weiß ich, 3,5 im Vergleich von 1,8 ist, das kann ich Ihnen zurzeit nicht erklären. Aber hier ist jemand, der gerne was zu den Kindern sagen möchte, Erik Bodendieck. Na dann, Herr Boden, also wir gehen mal der Reihenfolge nach. Also erstmal kommt Herr Dr. Juncker an die Reihe vom Weiterbildungsverbund Vogtland, dann Herr Liebschner und dann Herr Bundig. Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich ja dabei sein darf. Ich habe mir zwei Notizen gemacht. Zunächst geht es mir um die Medienarbeit. Wir erfahren als Ärzte ganz viele Dinge von unseren Patienten, die vor uns die Presse gelesen haben, was wir denn seit heute oder seit morgen wieder tun dürfen. Das ist schwierig, weil es kreiert unnötige Arbeit. Wir bekommen tausende Anrufe, die wir bearbeiten müssen, die eigentlich unnötig sind, die wir erst bearbeiten sollten und könnten, wenn die Wege gebahnt sind. Die zweite Sache, die ich gerne ansprechen möchte: Ich habe den Beitrag entnommen über Israel. Dort wurde dieser sensationelle Erfolg errungen, indem eben alle Impfressourcen schnellstmöglich mobilisiert wurden. Das wären bei uns dann die
alle impfenden Ärzte, und da spreche ich nicht nur über die Hausärzte, bei uns machen zum Beispiel die Gynäkologen ganz viel, aber als Kapazität auch die mittelständischen Unternehmen. Die haben jetzt alle Testzentren aufgebaut und die sind ganz wild drauf, uns beim Impfen zu unterstützen. Das ist eine Ressource, die wir uns zu eigen machen sollten, glaube ich. Und da sollten wir einen Weg finden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Juncker. Vielleicht kann Frau Köpping gleich was dazu sagen. An uns liegt es nicht. Wenn wir mehr Impfstoff hätten, wäre es schon lange mit den Ärzten losgegangen, oder Frau Köpping? Ja, absolut. Sie konnten ja der Presse entnehmen, dass wir gestern die Gesundheitsministerkonferenz hatten mit dem Bundesgesundheitsminister Spahn. Und wir da wirklich hart gerungen haben, was machen wir jetzt? Wir wissen, dass der Impfstoff, den wir jetzt haben, ungefähr gleich bleibt bis Mitte April. Das ist die Aussicht, die wir haben. Und unsere Impfzentren, ich war gestern gerade im Finanzausschuss und habe meine Gelder auch bewilligt bekommen. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass wir quasi noch mehr impfen können. Aber es ist eben jetzt die Frage, wo gibt man den Impfstoff hin? Und wir haben uns gestern entschieden, dass wir in den Impfzentren selber bei der Größenordnung bleiben, die wir haben. Das sind in Sachsen immerhin 13.000 Impfungen am Tag. Und dass wir alle Impfmengen, die zusätzlich kommen, in die Hausarzt- bzw. Arzt- oder niedergelassenen Arztpraxen geben. Übrigens auch zu den Betriebsärzten, natürlich auch dorthin, wo eben Ärzte impfen können. Krankenhäuser stehen bereit. Das ist alles das, was wir tun können. Aber wir haben einfach den Impfstoff nicht. Und da haben wir gesagt, dann würden wir gerne, dass wir die Mengen, die jetzt da sind, in die Impfzentren geben, dass wir die Mengen, die jetzt da sind, in die mobilen Teams geben und dass wir solche Aktionen, wie wir das eben jetzt auch im Vogtlandkreis machen, wo wir so eine besondere Situation haben, dass wir die absichern können. Das ist der Weg, den wir momentan gehen können. Ich weiß, dass gerade heute die Bürgermeister beim Sächsischen Städte- und Gemeindetag auch wieder geschrieben haben, lasst die Hausärzte impfen. Aber mit der Maßgabe, die wir haben, dass wir noch nicht genügend Impfstoff haben, ist eben die Entscheidung noch nicht gefallen. Und das, was wir jetzt in Sachsen machen, ist ein ganz mühevolles Unterfangen. Es sind heute 40 Arztpraxen beliefert worden mit Impfstoff in Sachsen, die dann morgen, Anfang nächste Woche, das ist ein bisschen unterschiedlich, anfangen mit Impfen. Das heißt, wir haben die Außenarztpraxen als Pilotprojekt eingeordnet. Und im Vogtland, das hatte ich vorhin gesagt, wollen wir auch die ca. 250, die genaue Zahl habe ich noch nicht, das wissen wir alles am Montag, wollen wir auch mit einbeziehen. Aber das bedeutet, dass wir den Impfstoff aus den Impfzentren dahin transportieren, weil es eben noch nicht geregelt ist, dass wir freigegeben bekommen haben, dass die Arztpraxen impfen dürfen. Das ist mein größter Wunsch, den ich habe, um es gleich vorwegzunehmen, dass wir endlich in die Arztpraxen hineingehen können, weil wir brauchen nicht mehr die Belieferung machen. Die können dann über ihren Großhandel, über die Apotheken die Belieferung bekommen und selbstverständlich auch die Abrechnung. Das ist eine riesige Erleichterung. Aber wir sind eben nicht so weit und alles hängt an der Menge des Impfstoffs. Und das ist unser Hemmnis und unser Hindernis, was wir im Moment haben. Und das können wir aus Sachsen heraus eben alleine momentan auch nicht lösen. Vielen Dank. Herr Liebscher, bitte. Ja, guten Abend in die Runde. Ich hätte auch eine Frage an Frau Staatsministerin Köpping, auch wenn wir uns gestern erst gesehen haben. Nochmal zu den Impfmengen und den Zeitläufen. Wir Vogtländer wollen uns natürlich gern impfen lassen, aber mit all den Zahlen, die Sie auch gerade eben genannt haben, wie lange wird es dauern, bis ca. 200.000 Vogtländer die Möglichkeit haben, geimpft zu werden? Mit Ihrer Abschätzung und den Vorhersagen des Gesundheitsministers auf Bundesebene, wie viel er liefern kann. Gibt es da eine Möglichkeit, eine Abschätzung zu machen? Da möchte ich Sie gerne noch um ein paar Tage Geduld bitten, weil ich ja gerade gesagt habe, wir sind in der Abfrage der Hausärzte. Und da werden wir wissen, wie viel können die impfen und wer macht alles mit. Das wissen wir am Montag. Wir sitzen zusammen. Herr Bodenlieg ist mit einer Schalte. Herr Dr. Heckemann ist mit einer Schalte. Wir sind in einer engen Abstimmung. Das DRK ist mit dabei, weil die ja beliefern müssen. Und dann können wir nächste Woche sagen, in welcher Schnelligkeit und wie viele Impfdosen wir pro Woche liefern können. Heute konnte ich nur das sagen, was wir jetzt bereits wissen. Das sind die Mengen, die ich vorhin genannt habe. Aber ich habe ja auch gesagt, dass dazu eben auch die Hausärzte kommen. Und wir haben ja noch ein Angebot, das habe ich gerade vom Landrat gehört, Herrn Keil, das haben wir nämlich gestern besprochen, inwieweit das Gesundheitsamt mit eingeschaltet werden kann, was die Lehrer betrifft, dass wir dort vielleicht noch ein bisschen extra impfen können, damit die nicht über das Anmeldeportal gehen müssen, der Impfzentren. Also auch das wollen wir besprechen. Und nächste Woche kriegen Sie dazu eine Auskunft, die ein Stück weitergeht. Man muss sagen, also wir hatten, als wir den Vorschlag gemacht haben, haben viele gesagt, kriegt ihr sowieso nicht durch, diese Öffnung, diese Ringimpfungen. Aber wir hatten doch einige wichtige Unterstützer, einige Ministerpräsidenten, die das so eingesehen haben, dass das auch für Sie möglicherweise mal ein wichtiges Thema ist. Neben Markus Söder auch die Kollegen an der französischen Grenze, Winfried Kretschmann und Tobias Hans waren ganz dafür, der Bundesgesundheitsminister.
und auch die Kanzlerin. Die hat das sofort verstanden, was das bedeutet. Und Sie haben vielleicht verfolgt, dass Sie gemeinsam mit der Europäischen Kommission jetzt nochmal 4 Millionen Impfdosen für Europa, insgesamt 740.000 für Deutschland akquiriert hat, die in den nächsten Wochen kommen sollen. Das hilft uns sehr, das auch im Vogtland darzustellen und jetzt auch, wenn die Frau Köpping die Kapazitäten so aufgebaut hat, dann hintereinander auch zu impfen. Man kann es nicht genau sagen, wann, wie, was sich realisiert, aber das wird jetzt hintereinander weggehen und das ist ganz wichtig. Und der Nächste, der an der Reihe ist, nämlich unser Ärztekammerpräsident Erik Bodendieck, hat dabei auch eine ganz wichtige Funktion mit übernommen, die Ärzte zu bitten, dass sie mitmachen, genauso wie Eckemann in den schwierigen Wochen um Weihnachten. Danke auch, dass die Ärzteschaft in so einer wirklich beeindruckenden Weise solidarisch und sich in die Verantwortung gestellt hat. Herr Bodendieck, Sie haben das Wort. Lieber Herr Ministerpräsident, liebe Frau Staatsministerin, liebe meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich wollte ich nur ganz kurz was zu dem Thema Kinder sagen, aber das ist genauso pragmatisch wie das Thema Impfen. Herzlichen Dank, dass Sie uns in den Blick nehmen, aber es ist auch unsere Aufgabe und insofern versuchen wir beiseite zu stehen und das zu tun, was möglich ist. Auf der anderen Seite nochmal zu den Kindern, um das ein bisschen abzuschwächen. Ich glaube, und das habe ich schon sehr frühzeitig gesagt, auch schon im ersten Lockdown, im zweiten Lockdown, wir müssen uns ganz pragmatisch danach richten, wie mobil ist denn ein Kind? Und das Kind bis 5 Jahre ist an die Eltern gebunden. Also muss ich dort auf alle Fälle erstmal die Eltern schützen. Da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen, ob der Impfstoff jetzt für die Kinder unter 5 Jahre zugelassen ist oder nicht zugelassen ist. Die brauche ich hier noch nicht impfen. Wenn ich eine ausreichende Regelung in der Erwachsenengeneration habe, dann habe ich zumindest diese Kinder auch geschützt, weil die ja nicht alleine, bleib jetzt mal dabei, aus Plauen nach Dresden fahren und sich dort eine Infektion holen oder andersrum oder nach Franzensbad oder wie auch immer. Geht dann erst los und da muss ich schauen, also vielleicht bis zum 10. Lebensjahr, wenn wir das dann hinkriegen durch Studien, da wäre ich sehr verbunden, aber das ist klar, dass das erst kommen muss, aber wenn die Kinder mobil werden, dann wird es für sie interessant, eine eigene Immunität aufzubauen und die durch Impfung aufzubauen. Insofern sollten wir uns jetzt auch im Vogtland erstmal tatsächlich auf die Erwachsenengeneration fokussieren, weil die Kindergeneration an der Erwachsenengeneration dranhängt und die sagen wir mal, Durchseuchung in der Kindergeneration genauso hoch ist in der Regel wie in der Erwachsenengeneration, was uns, glaube ich, in der ersten Welle in Sachsen ein bisschen auf falsche Spuren geführt hat, indem wir gesagt haben, die Kinder sind gar nicht so betroffen, das ist alles gar nicht so schlimm. Da hatten wir auch nicht so hohe Zahlen in der Erwachsenengeneration. Jetzt sieht das anders aus, aber da würde ich pragmatisch einfach vorgehen und ich appelliere auch an alle, in der Tat den verfügbaren Impfstoff. Und da ist das wirklich so, Frau Köpping, da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Ministerpräsident, dass wir leider an die verfügbaren Impfstoffmengen gebunden sind. Und da ändert sich auch ein bisschen was. Wir können durchaus jetzt mittlerweile den BioNTech-Impfstoff genauso wie den Moderna-Impfstoff impfen. Da müssen wir gucken, in der Hausarztpraxis, beim Betriebsarzt oder wo auch immer, in größeren Mengen, also in größeren, sagen wir mal, Einheiten. Wenn wir größere Betriebe haben, sind Betriebsärzte möglicherweise mit einzubinden. Aber alles abhängig davon, was wir für Impfstoff haben. Und ich appelliere an alle anderen Menschen in Sachsen tatsächlich daran, das Vogtland kommt nicht von alleine zur Ruhe. Dann muss ich das Vogtland ganz zumachen. Ob das hilfreich ist, das glaube ich, ist nicht der Weg, der uns hier weiterhelfen kann. Das Vogtland liegt zentral und wir müssen uns um das Vogtland in der Tat kümmern. Und alle Maßnahmen, die jetzt wirklich eingeleitet worden sind, führen eben nicht zu einem Rückgang der Infektionszahlen, wenn auch die Bettenkapazität besser ist im Moment oder die Bettenauslastung nicht so hoch ist. Das hängt daran, dass wir sehr viel jüngere Menschen haben, die infiziert sind. Trotz alledem, der Fokus muss im Moment in Sachsen auf dem Vogtland liegen. Das kann ein Leuchtturmprojekt werden und wenn das uns gelingt, dort schnell durchzuimpfen, dann haben wir daraus dann auch Folgen zu ziehen für die Zukunft in Sachsen und können dort schnell weitermachen. Das wäre mein Appell nochmal an die Vogtländer, gut mitzumachen. Ich glaube, das tun die im eigenen Interesse und damit will ich es auch bewenden lassen. Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Und der Nächste wäre Herr Luderer, bitte. Herr Ministerpräsident, liebe Zuhörer, möchte mich kurz als Stimme der Wirtschaft melden und ganz herzlich auch Danke sagen, dass diese Impfpriorität jetzt fürs Vogtland gilt und möchte auch hier die Unterstützung meines Unternehmens anbieten. Das habe ich gestern schon beim Landrat getan, auch finanziell, wenn das notwendig ist oder logistisch.
Und ich gehe davon aus, dass auch andere Unternehmen im Vogtland, vor allen Dingen die größeren, bereit sind zu unterstützen. Der Dr. Juncker sagte das bereits gerade eben. Ich kann das nur bekräftigen. Lieber Landrat, kommen Sie auf uns zu. Wir werden in irgendeiner Form diese Aktion unterstützen, damit es schnell geht. Denn ich glaube, das ist der wichtige Aspekt, den wir hier alle beleuchten. Und dieses Signal einer Unterstützung möchte ich in die Runde geben. Danke, Herr Luderer. Ja, Herr Beverunge, Sie haben auch noch mal eine Anmerkung. Bitte. Ja, ich wollte noch mal was zum Thema Herdenimmunität sagen, was auch mit den Kindern zu tun hat, weil das ja eine Rolle spielt. Und speziell hier aus meiner Sicht, Israel war ja immer der Vorreiter, auch im Negativen. Also Israel war das erste Land im September letzten Jahres, was in den zweiten Lockdown gegangen ist. Israel hatte übrigens unglaubliche Inzidenzzahlen im Januar, auch von über 200. Sie müssen sich vorstellen, wenn ein Land wie Israel 8.000 bis 10.000 Neuinfektionen pro Tag hat, und das hatte es bei Volllaufen der Impfkampagne Ende Januar, dann entspricht das einer Zahl von 80.000 bis 90.000 Neuinfektionen in Deutschland, wenn man das auf die Bevölkerung hochrechnet. Also es gab diese parallele Entwicklung. Und gerade vor dem Hintergrund war natürlich auch immer die Frage, die für mich aber vor allem aus Deutschland herangetragen wurde, ja, wie ist denn das mit der Herdenimmunität? Und das ist ja schwierig. Israel hat so einen großen Anteil der jüngeren Bevölkerung bis 18 Jahre. Das sind ungefähr ein Drittel, also von den 9,3 Millionen Israelis etwas weniger als 3 Millionen. Die werden, wie wir ja gehört haben, erstmal nicht geimpft. Also ist die Herdenimmunität nicht erreichbar. Ich nenne diese Herdenimmunität oder habe sie immer genannt, eine arithmetische Zahl, weil de facto ist es ja eigentlich nicht das, worauf es in der Pandemiebekämpfung zunächst ankommt. Ich bin natürlich kein Mediziner, das mag mir vergeben. Ich habe es aber auch mit einer sehr renommierten Professorin vom Schieber-Krankenhaus diskutiert, die Frage stellt. Und die Hauptziele der Pandemiebekämpfung müssen ja erstmal sein, zu verhindern, dass die Älteren und die Geschwächten, die Anfälligen sterben. Das ist in Israel erreicht, und zwar vollständig. Es muss erreicht werden, dass das Gesundheitssystem nicht mehr überlastet ist. Das war am Anschlag in Israel. Die ungefähr 1200 schwerste Fälle, das System bis zu 100% auslastet, obwohl auch nach wie vor, muss man immer sagen, die Impfkampagne mit 200.000 Neuimpfungen pro Tag durchgezogen hat. Und das wichtigste Ziel eigentlich, was man jetzt in Israel hat, ist eigentlich zu sehen, wie man dauerhaft mit diesem Virus auskommen kann. Das ist nicht diese Herdenimmunität, die, wie gesagt, so ein als Wert arithmetisch 60%, 70%, 80%, manche sagen 90% muss möglich sein, im Raum steht, sondern die Ärzte und auch die Politiker hier sagen, wir müssen dauerhaft mit dem Virus leben. Und ich sage das bewusst, weil wir so ein bisschen in der Avantgarde-Position sind, im Positiven wie im Negativen, dass man sich vielleicht nicht an den falschen Fronten verkämpft, sondern natürlich kann es sein, dass neue Mutationen kommen, dass man neue Impfungen brauchen wird. Darauf stellt man sich zum Beispiel in Israel ein, 2 Impfungen pro Jahr für jeden Bürger. Und diese Herdenimmunität ist, ja, wie gesagt, aus der Perspektive hier eine eher fiktive Diskussion, sondern man muss ganz konkret bekämpfen, dass man nach Prioritäten vorgeht und so die Pandemie weitgehend in den Griff bekommt. Ganz kleine Anmerkung dazu auch noch, in den USA ist gerade für die Geimpften die Maskenpflicht aufgehoben worden, wenn man zusammen ist in Räumen. Israel hat das ausdrücklich nicht getan. Also hier gilt nach wie vor auch für alle Geimpften, auch mit grünem Pass, eine Maskenpflicht, weil man nach wie vor sehr vorsichtig umgeht. Und die Grundphilosophie hier, die langsam doch für alle bestätigt ist, ist, dass man dauerhaft mit diesem Virus wird leben müssen. Wie mit dem Grippevirus, was aber eben nicht ganz so bösartig ist, auch wenn viele tausend Menschen da jeden Winter dran gestorben sind bisher. Das ist beeindruckend, weil die Zahlen, auch was die Infektionen angeht, ungefähr das ist, was wir gerade in Tschechien auch erleben. Ne? Ein Land, was ein Achtel so groß ist wie die Bundesrepublik Deutschland und manchmal das Doppelte und Dreifache der Infektionszahlen hat pro Tag. Und das sieht man, was da drüben auch passiert und was da auch für Elend herrscht. In der Tat ist es so, was die medizinische Versorgung angeht, wir waren über Weihnachten absolut am Anschlag.
nur durch den Einsatz der Bundeswehr und das Wegfliegen von Patienten ist es eigentlich gelungen und den Einsatz der niedergelassenen Ärzte haben wir es hingekriegt. Jetzt ist es entspannt. Wir haben auch für die Corona-Politik neben der Inzidenz die Frage, wie ist die Bettenauslastung als weiteren Indikator hinzugezogen und können deswegen auch an gewissen Stellen auch eine gewisse Flexibilität haben. So, jetzt als nächste Frage, Herr Bauroth, bitte, aus Elsterberg. Ja. Schönen guten Abend, Herr Ministerpräsident, Frau Sozialministerin, liebe Kollegen und verehrte Gäste. Ja, wir waren ja gestern alle in Plauen und haben uns gefreut, dass endlich die Außenstelle oder das zweite Impfzentrum Vogtland eröffnet worden ist. Ich denke mal, ein Erfolg für uns alle und daran sollten wir weiter festhalten und auch wir als kleine Kommunen weiter mithelfen, das zu bewältigen, die schwierige Lage hier im Vogtland zu bewältigen. Ich ging eigentlich gestern davon aus, dass wir unter die 900 gekommen sind, aber heute kam früh in der Zeitung der Schocker für Elsterberg wieder 1247. Das ist gewaltig und wie gesagt, ich bin im Endeffekt auch ratlos, warum letztendlich das immer weiter ansteigt. Also einen gewissen Anstieg hatte ich eigentlich schon so befürchtet aufgrund der Testungen. Das wäre ja normal, aber dass es so extrem hoch geht, ja, bin ich schon irgendwo ein bisschen ratlos. Unser Landrat hat mir ja gestern auch unsere Zahlen für die Kinder gesagt und für die Erwachsenen, so zwischen 20 und 40, dass die auch sich extrem aus dem Landkreis abheben. Jetzt will ich jetzt keinen hier beschuldigen von unseren Elsterbergern. Aber wie gesagt, nach dem, was mir meine Leiterin im Schulhort gesagt hat, was Kinder dann dort erzählt haben, dass halt Kindergeburtstage gefeiert worden sind, trotz der Vorschriften, dass Erwachsene mit dabei waren von den Kindern und die Hausschuhe in die Wohnungen reingetan haben, damit niemand sieht, wie viele sich dort in der Wohnung aufhalten. Ja, das denke ich mal, das trägt schon einen Teil dazu bei, dass die Infektionen sich derart verbreitet haben. Ja, wie geht es jetzt weiter? Es wurde vor uns gerade gesagt, dass auch die verstärkten Impfungen durchgeführt werden jetzt in den Impfzentren, dass die Impfbusse kommen sollen und auch die Hausärzte mit einbezogen werden sollen. Hinsichtlich der ganzen Impfkampagne bitte ich darum, es herrscht, also das habe ich festgestellt, es herrscht extreme Verwirrung bei den Menschen, vor allen Dingen bei den Älteren, weil in der Zeitung jeden Tag was anderes steht. Na, ich weiß nicht, wo die Presse diese Meldungen oder die Informationen herhaben. Es wäre besser, wenn weniger in der Presse erscheint und die Menschen einfach irgendwo eine bessere Orientierung finden. Also wir letztendlich am Ende der Kette in der Kommune oder auch im Landratsamt müssen die ganze Misere ausbaden. Wir müssen uns ständig erklären und müssen versuchen, irgendwo aufzuklären, haben aber auch keine entsprechenden Informationen. Also es ist sehr schwierig zurzeit und ich sehe auch, dass die Bürger das auch nicht mehr lange mitmachen. Diese ja, schwankende Informationspolitik, wenn man es mal so nennen darf. Frau Köpping, Sie haben ja vor uns die Hausärzte angesprochen. Jetzt haben wir uns natürlich auch schon Gedanken gemacht, wie viel sollen denn die Hausärzte täglich an Impfdosen bekommen? Weil letztendlich davon abhängig ist, können die in ihren Praxen impfen, können die auch über Hausbesuche verimpfen oder müssen wir doch dann in den kleinen Städten und etwas größeren Gemeinden zusätzlich noch irgendwo eine kommunale Liegenschaft zur Verfügung stellen, dass dort eine schnelle Impfung über die Runden geht. Zweite Sache ist, wurde auch gerade angesprochen, es ist absolut notwendig, dass wir von der Notbetreuung wegkommen, so schnell wie möglich. Gerade die Schüler, die haben seit Monaten keinen richtigen Unterricht. Und was man so auch hört über die Eltern, also man kann es nicht mit einem normalen Unterricht vergleichen. Und ich denke mal, da werden sich in den nächsten Wochen und Monaten noch extreme Defizite einstellen. Auch bei den Besseren in den Klassen. Also das wird einfach nicht so verkraftet, wie es vielleicht gewünscht ist.
Ja, deswegen müssen wir dahin kommen, so schnell wie möglich die Schulen wieder aufzumachen, im eingeschränkten Regelbetrieb von mir aus, aber weg von der Notbetreuung. Und deswegen meine Bitte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit der täglichen Testung. Ja, dass man im Vorfeld, bevor man die Kita oder die Schule öffnet, einfach die Kinder testet, die positiven Fälle absondert gleich und die negativen beschult, sodass man wenigstens wieder mal das Ganze in Gang setzen kann. Ne? Also ich denke mal, die Schmerzgrenze ist schon fast erreicht. Und auch bei den Eltern, die sind mittlerweile auch an der obersten Schwelle angekommen. Und die Eltern brauchen wir, weil das sind unsere Steuerzahler und unsere, die die Wirtschaft am Leben halten, neben den Unternehmen natürlich. Ne? Also da in die Richtung müssen wir einfach kommen. Nicht nur im Vogtland, auch in ganz Sachsen, aber gerade im Vogtland und erst einmal auf, wie gesagt, die akute Gefährdungslage wieder auf ein normales Level runterzubringen. Vielen Dank. Ja, das ist absolut richtig. Und ich meine, das Beispiel mit dem Kindergeburtstag, es ist halt immer schwer, man muss es auch nachweisen können. Aber wenn es wirklich klar ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass darüber gesprochen wird und damit auch deutlich wird, zumindest diese britische Mutation ist halt extrem ansteckender. 1/3 bis 50% auch ohne Symptome. Das verzeiht solche Aktionen nicht. Dann kommen dann diese großen Zahlen zustande. Also alles, was wir tun, dient dazu, möglichst schnell wieder eine gewisse Normalität zu bekommen, Geschäfte zu öffnen, die Schulen, die Kindergärten wieder zu öffnen. Und ja, vielleicht ist das auch nochmal ein guter Hinweis. Es muss nach den Osterferien wieder losgehen. Und wenn wir dann immer noch eine zu hohe Inzidenz haben, dann müssen wir vielleicht sowas überlegen wie tägliche Testung. Das können wir nicht für ganz Sachsen machen, weil dann sind die Zahlen auch dafür sind die zu hoch. Aber vielleicht muss man es dann fürs Vogtland in Betracht ziehen. Das ist ein guter Hinweis. Und was die Informationen angeht, naja, wir leben in einer Zeit, in der natürlich viel auch an Informationen vermittelt wird. Wir werden, wenn wir wissen, Frau Köpping, wie die auch Hausärzte mitmachen, wie die Liefermengen sind, auch nochmal eine Information in jeden Haushalt bringen. Da wird gerade dran gearbeitet. Aber da wollten wir erstmal alle Informationen zusammenbringen, die wir brauchen. Ich weiß nicht, Frau Köpping, wollen Sie nochmal ergänzen vielleicht, wie das auch mit Hausärzten ist? Ja, also ich würde es gerne nochmal ergänzen in der Form, dass wir selbstverständlich auf die Kommunen zukommen, wenn wir in irgendeiner Form Lücken erkennen. Dass wir sehen, dass es in der Region, in der Gemeinde, in einer größeren Gemeinde irgendwo noch Bedarf gibt. Wir haben ja diese rollenden Busse, die wollen wir aufstocken bis auf 10. Muss natürlich auch immer erst vorgerichtet werden. Die stehen ja nicht irgendwo auf einem Busbahnhof oder so, sondern die muss man erst herrichten. Also insofern geht das nicht ganz schnell von heute auf morgen. Das wäre eben auch meine Bitte nochmal an die kommunale Ebene, den Menschen so ein bisschen Geduld durchaus mitzugeben. Was wir nicht machen können, ich glaube, das ist schon klar, ist, dass wir jetzt aus anderen Impfzentren, wo schon Termine vereinbart sind oder ähnliches, Impfstoff abziehen. Das geht nicht. Also dann haben wir ganz Sachsen auf der Palme stehen, wenn ich das mal so sagen darf. Das können wir uns nicht leisten. Und deswegen habe ich auch davon gesprochen, wir haben Impfstoffe da. Das ist der AstraZeneca, wo wir sehr viel in sehr kurzer Zeit bekommen haben und den wir einsetzen wollen. Lassen Sie uns die paar Tage noch Zeit. Ich weiß nicht, ob Herr Dr. Heckemann, der ist ja mitten in der Runde, schon heute was sagen kann. Wir haben uns für Montag verabredet und dann werden wir sehen, wie viel wir haben und auch, was die Hausärzte leisten können. Wir haben nicht gesagt, ihr müsst jetzt so und so viel nehmen, sondern wir haben abgefragt, was könnt ihr denn? Weil es geht auch um einen Impfstoff, der verarbeitet werden muss. Es geht um einen Impfstoff, wo man nichts wegwerfen darf. Und das Zweite, was wir nochmal gemacht haben in Richtung Schulen, wir hatten gestern, Herr Ministerpräsident, nochmal ein Gespräch mit dem Kultusminister, mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern, wo wir uns zu einem Stufenprogramm für die Schulen und Kitas verständigt haben. Das heißt, wenn man jetzt hat, einen Landkreis, eine Region, die sehr hohe Inzidenzen hat, da muss man natürlich auch eine Obergrenze einziehen, aber die wird vielleicht nicht bei 100 liegen. Dass man eben dort mit einer anderen Testkonzeption, mit einer anderen Maskenkonzeption in der Schule, mit einem anderen Unterrichtsmodell reingeht, sodass wir verhindern wollen, das muss unser Ziel sein, dass wir Schulen 14 Tage aufmachen, 14 Tage wieder zumachen. Das wollen wir auf jeden Fall für die nächste Corona-Schutzverordnung mit vorbereiten, dass wir also dort so eine Art Schutzkonzept und Stufenkonzept auch für Schulen einrichten. Dass wir davon wegkommen, dass die Eltern so schockiert sind, wenn sie hören, nächste Woche macht meine Schule zu. Und die Unruhe ist ja da. Die können ja auch unsere Corona-Schutzverordnung lesen. Und wenn da eben drinsteht, ab 100 gibt es Entscheidungen, dann gibt es Unruhe und dann gibt es Sorgen und dann gibt es Nöte.
Und natürlich greift die Presse das auch auf, das haben wir nicht in der Hand, was da jeder so schreibt. Und das macht uns die größte Unruhe an dieser Stelle. Also lassen Sie uns wirklich noch die paar Tage, wir werden ausführlich informieren, mit Herrn Landrat Keil in Kontakt, gibt keine Frage, das werden wir tun, dass die Bürger dann genau wissen, wie es geht. Aber es wird nicht passieren, das muss man ganz klar sagen, dass man tatsächlich innerhalb von einer Woche das ganze Vogtland durchimpfen kann. Das haben wir nicht, wir haben den Impfstoff einfach nicht. Und das muss klar sein, dass wir dort ein Stück Ruhe reinbekommen. Das ist richtig, dass man auch nochmal sagt, es geht Schritt für Schritt. Es ist eine Priorität auch für ganz Deutschland. Viele schauen jetzt gerade aufs Vogtland, aber das Erwartungsmanagement, ja, vielen Dank, dass Sie das nochmal gesagt haben. So, bevor Herr Heckemann, der Präsident der Kassenärztlichen Vereinigung, uns sagt, was geht und was nicht, ist nochmal Frau Kampmann an der Reihe zum Thema mutierter Virus. Okay, ja, je mehr Viren da sind, desto mehr werden die mutieren. Das heißt also, dass die Eindämmung der Transmission innerhalb der Gesellschaft schon irgendwie eine Priorität ist. Wir haben ja die Mutation gesehen, die Variante, die eben sich in England ausgebreitet hat. Das ist jetzt irgendwie 80 oder 90% aller unserer Infektionen. Das hat sich ja dann auch übertragen. Das geht genauso in Deutschland jetzt weiter. Die südafrikanische Variante und die brasilianische Variante haben zu Modifikationen in dem Spike-Protein geführt, wo auch schon ein Impact, ein bisschen Einfluss auf die Impfstoffwirksamkeit auch schon abzusehen ist. Das heißt also, diese Varianten einzudämmen und weitere Mutationen, soweit man kann, irgendwie den Deckel darauf zu halten, ist schon auch sehr wichtig. Ich meine, es ist auch mittlerweile allen klar, dass die Impfstoffe angepasst werden müssen und die Companies, die arbeiten zurzeit auch schon daran. Also unser Kollege von AstraZeneca wird das sicherlich auch bestätigen können. Die sind praktisch alle schon dabei, sowohl zu testen im Labor mit Pseudoviren, die diese Mutationen tragen, gegen Seren, die durch die Impfstoffe induziert wurden. Da kann man absehen, ob der Impfstoff dann weiterhin so wirkt oder nicht. Und dann natürlich auch durch die Versuche und die Ausbreitung der Impfstoffe wird man sehen, ob sich da Unterschiede irgendwie schon abzeichnen. Aber wir müssen da, das Problem ist, wir sind immer so ein bisschen hinter der Kurve und nicht antizipieren die noch nicht. Ne? Und ich meine, was jetzt, woran auch gearbeitet wird, ist, dass man schon ein Stück weit voraussagen kann unter Umständen, welche Mutationen am wahrscheinlichsten sind, sich als nächstes zu entwickeln und dass man dann die Impfstoffe schon angepasst hat, bevor das überhaupt passiert ist. Aber das ist auch noch ein Pie in the Sky, das ist noch nicht passiert, das muss dann auch validiert werden, diese Modelle. Aber da wird es sich hinbewegen und wahrscheinlich wird das so ein bisschen ähnlich werden wie mit der Grippeimpfung, wo man jedes Jahr dann auch wieder irgendwie eine Anpassung vorstellen muss. Und ja, zurzeit heißt es also, je schneller wir mit den Impfstoffen halt alles eindämmen können, desto geringer ist die Chance, dass sich solche Varianten eben weiterhin ausbreiten. Und da müssen wir einfach dran arbeiten. Und ich weiß nicht, wie wir mit dieser Situation, wie wir die verbessern können, eben mehr Impfstoff für Sie zur Verfügung zu haben. Weil wenn das der Fall wäre, dann könnten Sie ja doch schneller eindämpfen. Und ob dann nun die Hausärzte am besten geeignet sind. Also in England ist das mehr über zentralisierte Impfzentren abgelaufen. Da haben wir sowohl hier im Cricket Ground geimpft, als auch in großen Hallen und solchen Sachen. Ob da nun jeder seinen Hausarzt da zu Hause irgendwie haben muss, das also vom Effizienzgefühl scheint das nicht so der richtige Ansatz zu sein. Das kann man auch nur mit einem Impfstoff machen, der nicht in minus 75 Grad aufbewahrt werden müssen. Das sind alles so logistische Sachen, die Sie sicher auch schon überlegt haben. Da brauchen Sie nicht mich zu fragen, das wissen Sie ja auch. Ein absolut vermintes Feld, Frau Kampmann, was die Frage angeht, Impfzentren, Hausärzte. Es geht schon die ganze Zeit in Deutschland hin und her. Die Hausärzte wollen unbedingt und das sollen sie auch. Wir fahren zweigleisig. Wir haben angefangen mit diesen Impfzentren, die einen sehr hohen Durchsatz haben und wollen jetzt im zweiten Schritt eben die Einbindung der regional ja auch sehr verbreitet. Meine 250 Hausärzte im Vogtland ist eine unglaubliche Zahl. Herr Heckemann, wie sieht es aus? Was sagen die Kolleginnen und Kollegen? Wollen die mitmachen? Ist der Präsident sprachlos? Jetzt? Nein. Natürlich wollen die mitmachen. Und es ist auch
muss ich Ihnen mal sagen, Herr Ministerpräsident, nicht bei unseren Ärzten nicht so ganz gut angekommen, dass Sie gesagt haben, in den Impfzentren könnte ein viel stärkerer Durchsatz sein als in den Arztpraxen. Denn wir können ja mal eine einfache Rechnung aufmachen. Es wurde vorhin genannt, in den alten und in dem neuen Impfzentrum insgesamt können 2000 Impfungen am Tag erfolgen. Wir haben in einem knappen Tag haben wir die Rückmeldung schon von 40 der Ärzte und wir hatten ihnen gesagt, sie können zwischen 100 bis 400 Impfdosen bestellen für die nächsten 2 Wochen und wir haben also 40 Rückmeldungen für 12.000 Impfdosen, die jetzt innerhalb von 2 Wochen man bereit ist zu impfen. Das sind also etwa 1.000 Impfdosen am Tag. Das waren aber erst mal 40 Ärzte von 250 und ich bin ziemlich überzeugt, dass fast alle von den 250 dort mitmachen werden. Und dann haben wir eben, würden wir auf 6.000 Impfdosen oder Impfungen am Tag kommen. Das wäre das Dreifache der Impfzentren. Das ist natürlich durch ein Hochskalieren der Impfzentren eigentlich nicht erreichbar. Insofern denken wir, es hat auch einen wesentlichen Vorteil. Ich rede jetzt nicht von BioNTech-Impfstoff mit der Logistik, aber wir könnten, wenn der Impfstoff in der ausreichenden Menge da ist, damit natürlich auch das bewirken, was Sie ja auch schon angesprochen hatten, die Frage, was machen wir denn an der gesamten tschechischen Grenze, wenn so ein immenser Inzidenzunterschied an der Grenze besteht. Und da müssen wir einfach sagen, diese ohne dass das irgendein. Jetzt haben wir gerade, ist der Ton weg? Ich war weg. Ich habe es leider nicht gemerkt. Also, wir könnten, weil Sie hatten ja auch das Thema angesprochen mit der Problematik an der tschechischen Grenze, mit diesem hohen Inzidenzunterschied, dem immens hohen, mit der Grenzlinie. Dort könnten wir natürlich, ohne dass wir dafür zusätzliche Impfzentren brauchen, könnten wir ganz schnell auch die Arztpraxen in den die Grenze berührenden Landkreisen alle natürlich auch ganz schnell hochskalieren. Da muss man nichts vorbereiten. Es muss nur den Impfstoff geben. Es hängt wirklich nur an dem Impfstoff. Und ich würde es wirklich für unvertretbar halten, wenn jetzt noch Erstimpfungen mit AstraZeneca in den Impfzentren stattfinden. Denn wir haben ja die Politik, dass wir sagen, die Zweitimpfung gibt es an der gleichen Stelle. Dann habe ich in 12 Wochen in den Impfzentren noch den Aufwand der AstraZeneca-Zweitimpfung, habe aber dann unter Umständen so viel BioNTech-Impfstoff, dass ich dort ein Problem kriege. Also diesen Impfstoff bitte in die Arztpraxen geben, so schnell es irgend geht. Und also ich bin sehr optimistisch, dass die Ärzte im Vogtland fast alle dort mitmachen und wir dort sehr schnell hinkommen, dass wir die 120.000 oder wie viel Bürger dort geplant sind, auch geimpft haben. Nein, das ist ein tolles Signal. Vielen, vielen Dank. Und das ist ja auch mehrmals ausgesprochen worden. Die Hausärzte wollen eine wichtige Rolle da in Zukunft mitspielen. So, jetzt hatte ich die Yvonne Macwas gesehen. Nee, alles gut, Michael. Ich habe in den Chat geschrieben, dass ich das für eine gute Veranstaltung finde und viele wichtige Erkenntnisse gebracht wurden und auch Perspektiven schon genannt wurden, wie man mit den Schulöffnungen umgeht. Man muss ja auch mal ein bisschen ein Stück weit was Positives kommunizieren und ein bisschen auch vor die Lage kommen. Und ich finde, das sollten wir auch mehr tun, denn das Vogtland mit der Strategie, die jetzt gefahren wird, als Modellregion zum Testen und auch mit der Aufhebung der Impfpriorisierung, haben wir da auch Chancen, aus der Lage herauszukommen. Und von daher, das muss man, glaube ich, auch mal positiv nach außen kommunizieren. Herzlichen Dank auch von meiner Seite für diese immer wieder guten Veranstaltungen mit so viel Input. Danke. Gut, dann würde ich sagen, sind wir vielleicht auch zu einem guten Punkt gekommen. Ich sehe zumindest jetzt keine Fragen oder wenn noch jemand was will, dann vielleicht doch nicht winden. Herr Hinterding, Sie könnten uns mal sagen, ob die Annahme stimmt, dass Sie schon an Impfstoff arbeiten, der auch auf neue Mutationen hin vorbereitet ist. Das stimmt, in der Tat. Mehr muss ich auch gar nicht sagen. Ja, da sind wir dran. Ein börsennotiertes Unternehmen darf nicht zu viel sagen, weil alles ist Börsenkurs meldepflichtig.
Ja, vor allem möchte ich keine Werbung machen. Nein, aber natürlich, an solchen Sachen arbeiten wir. Unbedingt. Ja, dann Frau Kampmann, einen herzlichen Dank und einen herzlichen Gruß nach Großbritannien. Hinterding, vielen Dank, dass Sie Zeiten hatten. Natürlich. Beste Grüße zu Herrn Beverunge nach Tel Aviv und zu Ihnen allen ins Vogtland. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg weitergehen. Wir haben uns eine ganze Menge von Punkten überlegt, die wir auf den Weg bringen. Das Impfen ist wichtig, da arbeiten viele Menschen daran. Das Testen dürfen wir nicht nachlassen, sondern müssen wir ganz konsequent dranbleiben. Die 4.000 pro Tag ist eine tolle Zahl. Das hat kaum ein anderer Landkreis. Auch diese Flächendeckung, die IT-Unterstützung, die Sie aufgebaut haben. Und das müssen wir natürlich vor allen Dingen in den Orten, in denen jetzt eine ganz besonders hohe Inzidenz ist, auch nochmal den Leuten immer wieder mit. Das Wort hat der Landrat natürlich, aber. Also der Ton war weg. Du warst jetzt mal kurz nicht bei uns. Deswegen habe ich nur noch Landrat gehört. Ist das das Schlusswort wahrscheinlich? Nein, ich habe hier noch, du bist sofort dran. Du hast das Schlusswort, wollte ich sagen. Ich sehe bei mir noch einen Hagen Czepanski von der IHK, der noch was sagen möchte. Und danach könnten wir den Sack zumachen, wenn Sie einverstanden sind. Herr Czepanski, hören Sie uns? Dann würde ich sagen, Rolf, hast du das Schlusswort? Ja, also ich möchte mich ganz herzlich bedanken. War wieder eine sehr interessante Runde und ich habe auch immer positive Rückinformationen aus diesen Runden heraus. Ja, das ist auch ein bisschen Zuversicht wieder für unsere Menschen. Dass wir nicht ständig auf diesem Niveau bleiben, dass wir auch wieder dorthin kommen, wo die anderen schon sind und dass auch die weiteren Öffnungsschritte, die ja auch von allen erwartet werden, dass wir dort sagen, wenn wir das ganze Paket abgearbeitet haben, dann sind wir, denke ich, dort und auch wieder, dass wir auch wieder ein bisschen Licht sehen am Ende des Tunnels, dass es uns genauso gut geht wie den anderen, dass wir die nächsten Schritte, die auch im Stufenplan beschlossen wurden, dass wir auch als Vogtländer die annehmen können. Vielen Dank und jetzt nochmal kurz zu Lars Luderer. Wir haben natürlich uns heute schon unterhalten, wir beide, was Goldbeck betrifft. Das Angebot ist da. Ich habe mein Gesundheitsamt schon beauftragt, Kontakt aufzunehmen. Und das ist das, was wir dann mit den Erziehern und Lehrern machen wollen, mit Unterstützung der Wirtschaft. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank und all den Teilnehmern, dir lieber Ministerpräsident, für die Unterstützung der Ministerin. Herzlichen Dank und alles Gute. Alles Gute, vielen Dank, einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.